Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. Wir haben letztes Mal mit Klassen angefangen und ich hoffe, das hat euch so gefallen. Und dieses Mal werden wir natürlich noch einen Schritt weitergehen und uns Konstruktoren angucken. Konstruktoren, es hört sich erstmal komplizierter an, als es ist. Es ist eigentlich total simpel. Und zwar ist der Grundgedanke, wenn ich jetzt hier mein, also ich habe hier meine Programm, .cs-Datei, wenn ich hier einen Hund erstellen will, dann soll der Hund direkt ein paar Werte zugewiesen bekommen. Ich will nicht diesen Umweg gehen und sagen Fifi.name gleich Fifi und Fifi.anzahl.beine Anzahl Beine gleich 3 oder sowas, weil er eine Behinderung hat, sondern ich will sagen, okay, der Fifi ist ein Hund und der Hund heißt Fifi, sage ich hier drin gleich und ich möchte nicht für alles einen extra Aufruf haben. Im Prinzip ist das auch schon alles. Ja. Und das werden wir auch gleich mal machen. So, also wir sagen hier dem Hund-Konstruktor, das ist nämlich quasi schon der Standard-Konstruktor gewesen, den wir gerade hier benutzt haben. Hier dieses New Hund ist auch ein Konstruktor, nur der ist halt schon vorgeneriert worden von C-Sharp für euch. Das heißt, ihr musstet da gar nichts mehr machen. Wenn ihr jetzt einen Spezialkonstruktor haben wollt, dann macht ihr den halt selber. Der Hund heißt Fifi. Ups, Pfiffe, genau. Fifi heißt er. Und er hat 3 Beine. Okay, und dann brauchen wir das hier unten nicht mehr, denn das ist gleichbedeutend. So, jetzt gibt es natürlich einen Error, weil wir das noch nicht geschrieben haben, so. Aber wir können hier tatsächlich einfach runterfahren und dann Optionen zum Generieren. Das wäre ein bisschen arg einfach, deswegen machen wir das von Hand. Der Konstruktor kann wie alles, also hier gibt es keine vorgeschriebene Reihenfolge oder sowas, man macht aber den Konstruktor meistens einfach hier unten hin. Genau. Und ja, dann möchte man einfach schreiben. Public, also public, so, und dann den Namen der Klasse, also public Hund. Ihr seht, das ist eigentlich schon, sieht so aus wie diese Funktion, die wir hier aufrufen, nur dass eben dieses komische new noch davor steht, das weist einfach den Speicherplatz zu, ist aber nicht so wichtig. Hier dieses Hund ist quasi schon diese Funktion, die wir hier jetzt gerade schreiben. Und dann eben hier rein, was ihr für Parameter haben wollt, dann diese geschweiften Klammern. Und dann hier drin, was ihr da machen wollt. Das ist im Prinzip genauso wie eine normale Funktion, nur dass sie eben aufgerufen wird, wenn ihr den Hund erstellt, also wenn ihr eure Objektinstanz erstellt. Und hier sagen wir jetzt ganz spezifisch, okay, wir wollen hier drin einen String haben, nämlich den Namen. Und wir wollen einen Integer haben, nämlich die Anzahl an Beine. So, ich habe jetzt diese Parameter hier genauso benannt wie die hier oben. Das ist ein bisschen schwieriger oder vielleicht suboptimal, wenn man die gleich benennt, weil dann hat man oftmals so die Schwierigkeit, was mache ich jetzt, wie weiß ich was zu, deswegen vielleicht einfach ein bisschen umbenennen. Ansonsten kommt man leicht durcheinander. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal Name 2, keine Ahnung, und Int Beine, damit man nicht durcheinander kommt, was ich jetzt wo zuweise. Vor allem für euch ist das, glaube ich, am Anfang noch hilfreich, wenn man da die ganzen Sachen unterschiedlich benennt. So, und jetzt haben wir hier schon keinen Error mehr, dafür kriegen wir jetzt hier unten den Error und wir haben hier drin noch nichts gemacht. Das heißt, wir weisen jetzt erstmal den Namen gleich Name 2. Also Achtung, der Name hier ist der Name hier oben. Das heißt, ich greife auf den Namen von dem Hund drauf zu und weise den zu. Ich sage dem, okay, Name, du bist jetzt gleich wie den Namen, den ich hier übergeben bekomme. Und genau dasselbe mache ich jetzt mit der Anzahl an Beinen, die standardmäßig auf 4 ist. Sage ich hier Anzahl Beine gleich Beine. Okay. Jetzt haben wir hier oben diese Beine auf 4 gesetzt, standardmäßig. Jetzt können wir hier aber auch einfach sagen, okay, wir kennen ja das Ganze noch. Man kann Standardparameter angeben. Zum Beispiel eben die Beine auf 4 setzen. Wenn man die Beine also nicht angibt, dann sind die Beine 4. Jetzt haben wir immer noch ein Problem hier unten. Unser Bello hat keinen Namen. Das Problem ist, wenn ihr euch ja einen eigenen Konstruktor schreibt, dann verschwindet der Standardkonstruktor von C-Sharp. Das heißt, ihr müsst jetzt quasi einen leeren Konstruktor auch noch zur Verfügung stellen. Ihr könnt es machen, indem ihr einfach sagt, okay, public Hund, kopiere ich das Ganze einfach mal. Und ich möchte hier jetzt nur was Leeres haben. Und dann bleibt der Name halt unangetastet, ist leer und die Anzahl an Beinen ist dann 4. Das passiert, wenn ihr zwei Konstruktoren haben wollt. Ihr könnt auch einfach sagen, wie wir es hier schon gemacht haben mit den Standardparametern. Ich habe ja gesagt, es wird noch wichtig. Ihr könnt das Ganze in zwei Methoden machen. Ihr könnt aber auch einfach hier oben für den Namen den Standardwert angeben. Und zwar ist gleich und dann hier diese
diesen leeren String sozusagen, dann hat der Hund einfach keinen Namen. So, der Hund hier hat jetzt also aktuell keinen Namen und standardmäßig vier Beine. Ich würde sagen, wir geben dem einfach noch den Namen hier rein, damit wir auch sehen, dass es funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Hund erstellen mit einem Parameter, zwei Parametern oder auch gar keinem. Und ihr könnt hier natürlich beliebig viele Argumente eingeben, so viele Variablen, wie ihr wollt. Natürlich auch so viele Standardparameter. Es funktioniert quasi wie eine ganz eigene Methode und wird aufgerufen, eben indem wir dieses New und dann Hund kreieren. Und wenn ich jetzt hier den Fifi.name tatsächlich dann mal ausgebe in einer Write-Line, dann sehen wir auch, dass es tatsächlich funktioniert hat. So, und der Hund heißt Fifi. Wunderschön. Gut, ja, das sind Konstruktoren. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass euer Konstruktor hier public vorne dran stehen hat und genau denselben Namen wie eure Klasse hat. Also hier Hund und Hund, das muss eindeutig dasselbe sein. Ansonsten hier einfach wie eine ganz normale Funktion. Die Klammern, so viele Parameter wie ihr wollt und dann hier drin könnt ihr auch machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier nicht nur irgendwelche Sachen zuweisen, ihr könnt auch von mir aus die Genfunktion aufrufen und so weiter und so fort. Da gibt es aber ein paar Sachen, die man beachten muss. Wenn ich jetzt hier Gen aufrufe, dann kann es sein, wenn ich Gen hier oben aufrufe und vielleicht auf die Anzahl an Beinen beim Gen drauf zugreife, dass dann die Beine noch nicht zugewiesen sind. Das heißt, die sind noch auf 0 und ich weise hier unten erst die Beine auf 4 zu, etc. etc. Also da gibt es noch ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Am besten, ihr ruft hier drin keine Funktionen auf. Ja, ist vielleicht am besten. Wenn ihr wollt, kann ich zu diesen fortgeschrittenen Sachen danach auch noch ein paar Videos machen. Jetzt aber natürlich erstmal das Standardzeug. Gut. Ja, das war es auch schon wieder, war ein recht kurzes Video und ihr könnt jetzt tatsächlich eure eigenen Konstruktoren schreiben. Ihr könnt damit angeben, das ist ein ziemlich komplizierter Name, den man als Nicht-Programmierer wahrscheinlich nicht kennt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.